Der Bahnhof in Köthen. 177 Jahre alt und das sieht man ihm mittlerweile auch an. Die Technik entspricht schon lange nicht mehr den Anforderungen des 21. Jahrhunderts. Deshalb will die Bahn ordentlich investieren. Während der Bauarbeiten ab 2019 soll der Bahnhof möglicherweise komplett gesperrt werden für ein halbes Jahr. Eine katastrophale Vorstellung für tausende Pendler. Scheiße. Weil ich weiß nicht, ansonsten weiß ich nicht, wie ich zur Schule komme. Weil es meine Arbeitsstrecke ist. Und es wäre schlecht. Also ich finde, die Bahn konzentriert das zu sehr. Also es müsste wirklich kundenfreundlicher ein bisschen gestaltet werden, die ganzen Bauarbeiten. Also ich sehe da ein bisschen Probleme. In 2 Jahren sollen die Sanierungsarbeiten beginnen. Geplant ist, die 5 Eisenbahnbrücken, Bahnsteige, Gleisanlagen und Stellwerke zu erneuern. Das würde bei einer Vollsperrung des Bahnhofs am schnellsten gehen. Die Linksfraktion will das verhindern und hat einen entsprechenden Antrag in den Landtag eingebracht. Man muss die Mobilität der Bürger garantieren. Von Totalsperrung halte ich nichts. Und man muss nach Lösungen suchen. Und eine eingleisige Bestellung des Bahnhofs wäre eine Lösung, um eben sicherzustellen, dass die Bürger mit der Bahn ihre Anschlusszüge erreichen und ihre Arbeitsplätze, Ausbildungsstätten etc. Das Thema wurde vom Landtag in den Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr verwiesen. Dort sollen unter anderem Experten der Bahn und des Verkehrsministeriums miteinander reden. Köthen ein halbes Jahr vom Netz abzukoppeln, das gehe aber nicht. Wir haben ja auch in Halle und in Magdeburg Sperrungen gehabt, Vollsperrungen der Bahnhöfe, allerdings nur 1, 2 oder 3 Tage. Aber ein halbes Jahr, davon kann niemand überzeugt sein, dass das gut für die Stadt Köthen ist. Und mit dem Landtagsbeschluss im Rücken haben wir auch mehr Kraft gegenüber der DB bei den Verhandlungen. Die Bahn erklärte mittlerweile, dass eine dauerhafte Totalsperrung des historischen Bahnhofs in Köthen möglicherweise doch nicht notwendig ist. Im Moment würden alternative Lösungen gesucht. Diese Entscheidung ist noch nicht getroffen. Hier befinden wir uns in den Gesprächen. Und ich gehe im Moment davon aus, dass wir etwa noch bis Ende Mai dieses Jahres brauchen, um ein endgültiges und ausgewogenes Ergebnis mit der Stadt und den Aufgabenträgern gefunden zu haben. Spätestens bis zum Sommer sollen die tausenden Pendler, die im Bereich Köthen auf die Bahn angewiesen sind, dann Gewissheit haben, ob die Vollsperrung kommt oder eben nicht.